Computergenealogie. Was wir sammeln, sind wirkliche Menschen. Autobesitzer, Motorradbesitzer. Mit Namen, mit Kennzeichen, mit Wohnort, mit Beruf. In einem Erfassungsprojekt, das sehr schnell und erfolgreich war, war ratzfatz zu Ende, aus einer öffentlich zugänglichen Quelle. Und die Daten, die sehen dann so aus, hier gefiltert auf Schleswig-Holstein und gefiltert auf die Luxuswagen. Man sieht ganz schön viel Luxus in Schleswig-Holstein. Was kann man damit machen? Gerade entdeckt, es gibt eine russische Sammlung von alten Fotos von Autos, auch sortiert nach Kennzeichen. Der Mensch hat das einfach auf eBay zusammengesammelt, denke ich. Ja, und das wäre Schleswig-Holstein. Die Frau aus Kiel, leider nicht gefunden, ist ein bisschen zu spät. In anderen Teilen Deutschlands, hier Hannover, der Mensch auf seinem Phänomobil hier, den kann man finden zum Beispiel. Das ist Henry Sonnenberg, Tischlermeister aus Peine. Ja, oder hier in Berlin, Masseur Karl Krautz. Ich finde das spannend. Vielleicht fällt euch noch was ganz anderes dazu ein. Ich freue mich.